Es ist kurz vor 20 Uhr am gestrigen Abend, als ein Personenzug auf der Strecke Wittenberg-Jüterburg unterwegs ist. Bei Kilometer 88,4 arbeiten zu dieser Zeit zwei 56 und 61 Jahre alte Techniker der Bahn. Die beiden Männer werden aus bislang unbekannter Ursache vom Metropolitan, der als ICE unterwegs ist, erfasst und getötet. Aber warum haben die Männer den herannahenden Zug nicht wahrgenommen? Hätten sie gewarnt werden können? Und wie konnte es überhaupt zu diesem schrecklichen Unglück kommen? Antworten auf diese Fragen gibt es bislang noch keine. Also zu den genauen Ursachen können wir als Landespolizei noch keine Angaben machen. Momentan finden nach wie vor noch Untersuchungen sowohl am Ereignisort selber als auch in weiterführenden Dienststellen, zum Beispiel der Bundespolizei als auch der Landespolizei, statt. Möglicherweise waren die beiden Bahnmitarbeiter zum Unglückszeitpunkt mit Arbeiten im Schienenbereich beschäftigt. Ja, man muss sich das so vorstellen, dass heute bei der modernen Sicherungstechnik natürlich allerhand Steueranlagen auch in den Gleisen liegen, die die Züge dann steuern, und so eine Technik geht doch mal kaputt und die Entstörung wird dann eben durchgeführt, und weil das auf freier Strecke ist, außerhalb von Bahnhöfen, müssen immer zwei Kollegen gehen. Das ist eine Eigensicherung beider, im Fall mal einer hinfällt oder sowas. Also insofern war das in Ordnung, wie die beiden sich bewegt haben. Die Sicherheitsvorgaben der Bahn in solchen Fällen stellt der Gewerkschaftsvertreter nicht in Frage. Sie müssen sich ja auch noch zusätzlich beim Fahrdienstleiter anmelden, wenn Sie das Gleis betreten, wenn Sie das Gleis verlassen und so weiter und so fort. Und insofern ist das übliche und gängige Praxis. Leider passiert es alle paar Jahre doch immer mal wieder, dass es so eine bedauerlichen Unfälle gibt. Aber wir denken schon, dass die Sicherung so ausreichend ist. In dem betroffenen ICE saßen zum Zeitpunkt des Unglücks 320 Fahrgäste. Sie blieben unverletzt und konnten ihre Fahrt mit dreistündiger Verspätung in einem Ersatzzug fortsetzen. Mit ersten Ergebnissen zur Unfallursache rechnet die Polizei in den kommenden Tagen.